Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin eure Jessica Parker mit der Live aus Berlin und ich habe meine Tochter Jacqueline O'Weinhaus dabei, ihr Marmeladenmäuse und Süßmäuse natürlich, ja, auch. Und wir sind aber heute, haben wir heute andere Namen bei dem Haus. Ja, genau. Ich bin nämlich die Olivia Newton Parker. Nutten Parker. Und du bist die Morticia O'Weinhaus. Süß, mit einem petrolfarbenen Schal heute. Womit überraschst du mich sonst heute noch outfit-technisch? Nee, wir machen einfach knallharte Berichterstattung. Wir zeigen euch nämlich Prostitution in Zeiten von Corona. Ja, in der Kurfürstenstraße. Genau. Und zwar, da wohne ich ja direkt ums Eck. Und das ist der älteste und einzige Straßenstrich Berlins. Und wir haben heute den 4. November 2020. Das heißt, der aktuelle Lockdown geht jetzt seit 2 Tagen. Mir ist jetzt schon die ganze Zeit langweilig zu Hause. Nein. Ich bin Gouvernante in einem Restaurant, aber ja, das hat jetzt natürlich auch zu. Ja. Weil Restaurants dürfen ja nur außer Haus, also das Essen zum Fenster raus, ins Gesicht der Wartenden werfen. Ach so. Und deswegen braucht keiner Gouvernanten, weil sich ja keiner gut benehmen muss. Ja. Deswegen habe ich auch nichts zu tun, außer zu essen und zu Hause rumzuliegen oder mich bei meiner Mutter anzumalen und dann den Straßenstrich unsicher zu machen. Und du bist heute auch gar nicht... Oh, jetzt ist Sonne. Warte, jetzt werden wir gleich ganz toll aussehen. Moment. Guck mal, stell dich mal neben das Klohäuschen, das passt so gut zu dir, auch zu deinem Schal. Guck mal, zu deinem Schal passt das toll. Toll, guck mal. Von der einen Seite mit Licht. Ja, gerne. Guck mal hier, guck doch mal. Ist das süß gestaltet? Oh, Weinhaus, toll. Kannst du mal ein Foto machen, Klaus? War auf jeden Fall ein Foto. Ein Foto, okay. Da ist der U-Bahnhof Kurfürstenstraße. Klaus macht Fotos und ich werde jetzt mal kurz ein bisschen was anmoderieren, während die Weinhaus jetzt unbedingt Fotos machen muss. Oh Gott, ist das hier hell. Und zwar gibt es hier nämlich auch in der Kurfürstenstraße eine ganz, ganz große Besonderheit, nämlich es gibt hier einen Spritzenautomaten. Das bedeutet, hier können affine Menschen können sich hier die Spritzen aus dem Automat kaufen, damit man die nicht irgendwie woanders herbekommt, wo sie vielleicht nicht so hygienisch sind wie aus diesem Automaten. Zeige ich euch gleich und dann erzähle ich euch gleich noch eine ganz, ganz große Besonderheit über diesen Automaten. So, seid ihr fertig? Ja, würde ich sagen. Also dann gehen wir jetzt erstmal zu Getränke aus Orange. Ich möchte ein alkoholfreies Bier, Jessica. Ja, aber wir haben nämlich immer noch den Sober Oktober, auch im November feiern wir Sober Oktober. Das ist der Sommer November. Schau mal, hier sind ganz, ganz viele Baustellen. Ja. Schau mal hier und da auch. Meinst du da? Ja, da, und da auch. Und da auch. Meinst du da auch? Und so machen und dann hier auch so drüber fliegen. Und das werden alles Luxus-Apartments. Denn alles Luxus. Das heißt, es ist vielleicht dann auch Hochkonjunktur für die Nutten, weil dann die ganzen reichen, verdorbenen Männer, SexarbeiterInnen, und die bringen dann bestimmt ein bisschen mehr Geld, weil dann die ganzen gelangweilten reichen Typen, die ihre Alten zu Hause lassen, mal auf die Straße gehen, um mal kurz einzulocken. Also du meinst jetzt, wenn jetzt hier ein alter, reicher Typ wohnt, dann geht der nur vor die Tür, um zu bumsen, und seine Frau ist dann oben auf dem Balkon. Naja, wenn der Balkon nach hinten rausgeht, ja. Wenn ach der so. Balkon nach vorne rausgeht, dann die Sexarbeiter mit dem Hinterhof. Mit dem Hinterhof, ja. Oder im Keller. Je nachdem. Oder im Keller. So ein Kellerfick ist ja auch immer was Schönes. Ja, der Lutschkeller. Der Lutschkeller. Wir gehen jetzt zu Getränke aus Mosch. Ich bleib aber draußen, weil ich will meine Maske nicht aufsetzen. Aber nicht spritzen. Uiuiui. Oh ja. Oh. Also Weinhaus dann. Cheers. Auf uns. Also, Cheers, Klaus. Ihr seid auch mit Lipgloss, ist es immer nicht so gut mit dem Bier, aber gut, was soll man machen? Der Klaus ist auch wieder mit dabei. Klaus, sag mal was. Gut. Die Leute beschweren sich nämlich schon auf YouTube, dass Klaus immer nicht spricht. Ja, die freuen sich, wenn ich was sage. Ach so, oder so. Ja, wenn man jetzt nicht wüsste, dass ich bin, dann könnte man auch denken, ich bin Ozzy Osbourne 82. Das stimmt. Süß. Wenn du eine Fledermaus dabei hast, dann würde ich dir den Kopf abbeißen. Nur für dich. Ich bin ja deine persönliche Fledermaus, aber wenn du gerne Kopf möchtest. Aber dein Kopf ist zu groß für meinen Mund. Ach, denn du hast eine recht große Klappe, Weinhaus. Also von daher, nein, lass ihn bitte bleiben. Ich weiß halt nicht so genau, ob das Licht vorteilhaft ist, aber gut. Ja, du schwitzt ein bisschen. Ich hätte ein Bikini anziehen sollen. Das kannst du dir auch leisten mit deiner. Du hast auch eine Bikini-Figur. Soll ich mal zeigen kurz? Ja, zeig mal kurz. Ja. Wer pfeift denn hier? Ach da, guck mal. Hallo. Das ist der Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Du hast den Hund dabei.
Der ist ein Homosexueller. Wir haben uns nämlich gedacht, damit es für euch auch ein bisschen spannender wird, weil so richtig was zu tun haben wir eigentlich gar nicht. Nee. Schwelgen wir einfach in den Erinnerungen. Ja, guck mal, wie gülden mein Haar gerade aussieht. Honigblond ist. Honigblond. Jetzt gehen wir mal in die Gentiner Straße Weiners und da ist ein relativ neuer Edeka. IDK. IDK. Und da war ich nämlich neulich mal einkaufen und weißt du, wen ich da gesehen habe beim Einkaufen? Ich weiß es, Moment. Ja. I summon my ghosts now, weil ich bin ja auch die Spirituelle. Ja. Warte mal, ich spüre das. Jay Khan. Ja, woher weißt du das? Ich hab halt die Verknüpfung nach oben. Du, da habe ich nämlich den Jay Khan gesehen beim Einkaufen. Wer sich noch an den erinnert, der, woher kommt der eigentlich? Spice Girls. Bei den Spice Girls. Der war bei den Spice Girls, genau. Aber wo, man kennt ihn aus dem Dschungelcamp oder so, ne? Oder woher kennt man den? Nee, der war mal in so Musikkasse, bei der Popgruppe. Ja, aber dann war der auch dann auch so Reality-Formaten. War irgendwas dumm. Ja, ich glaube Dschungel. So, und jetzt, Weinhaus, erzähl doch mal, wo wir den Jay Khan das letzte Mal sehen durften und genießen durften. Da waren wir bei einer Fashion-Veranstaltung von Harald Glöckler. Ja. Und wir saßen in der ersten Reihe und Jay Khan saß auch in der ersten Reihe. Und dann wollten wir ihn eigentlich zu einem Interview verführen, aber man hat sofort gemerkt, dass er uns wahnsinnig scheiße findet. Ja, ich zeig euch jetzt mal einen kleinen Ausschnitt aus unserer Fashion-Show, wo der so wahnsinnig dumm war. Geguckt hat. So, dann ist der mit den kurzen Hosen. Ich zeige ihn euch nur kurz. Das ist Jay Khan. Den haben wir vorhin schon kurz gesehen. Der war ein bisschen verstört, weil ich glaube, der war relativ verstört von so viel Travestie. Wir wollen kurz was für ein Grußwort für meine YouTube-Fans. Sag mal. Hi. Und er hat gesagt, dass wir wahnsinnig schön sind. Ne? Tierisch. Ja, total schön. Und jetzt machst du weiter, trinken mal ein Sektchen mit uns. Ja? Na, nachher. Gut. Ja, oder einen Schnaps. Kennst du den Jay Khan persönlich? Nein. Nein? Nein. Wie findest du den? Sympathischer Typ, ich habe mit ihm draus kurz gesprochen, ganz nett. Ist das deine richtige Meinung? Ich muss wirklich sagen, Jay Khan sieht immer wahnsinnig dumm aus. Hallo. Du sag mal, wenn dir das gefällt, was ich hier so im Internet verzapfe, dann kannst du mir gern ein paar Euros da lassen auf PayPal. Ich würde mich freuen und send dir einen Kuss. So, Weinhaus, du wolltest dich doch heute in Regale legen. Regal legen? Nee, wär ich dreckig. Dann wärst du dreckig. Na gut, okay. Wollen wir vielleicht einfach mal gleich die nächste Rückblende machen zu Regaling? Ach so, ja. Also, es ist ja Corona mal gewesen, auch immer noch. Und als das erste Mal Corona war... Das war im April. Da haben wir für euch ja auch den ersten Corona-Bericht der Welt gemacht. Ja, ach so. Haben uns dann in Regale gelegt, in denen keine Waren mehr waren. Und das Ganze ist Regaling. Es wurde auch ein neuer Trend. Ja. Weil uns haben dann nämlich Zuschriften von vielen Menschen erreicht, die sich in Viktualien-Fachgeschäften... Naja, so zwei. Es waren fünf. Okay. Wo sich Leute in Viktualien-Fachgeschäften in leere Regale für uns gelegt haben. Ja. Hashtag Regaling. Hashtag Regaling. Komm mal ein Foto, bitte. Ja, super. Ich hab kein Handy dabei. Okay, mach ein Foto. Entschuldigung. Wenn es kein Klopapier mehr gibt, dann kannst du Schranken kaufen. Jetzt komm da raus. Mein Gott. Wir brauchen noch Klopapier. Wir brauchen noch Klopapier. Ja. Okay, wir brauchen Klopapier. Und hier ist so eine Kirche. Warte mal, da. Und hier waren wir auch schon mal. Und kommt jetzt die nächste Rückblende. Ja. Ja, morgen ist er gekauft, damit es den Socken nicht aussieht. Ach, guck mal, der hat so Latschen an, aber verschiedene Latschen. Ach, du damals in den Chucks, als du Kind warst. Also als ich klein war, habe ich ja auch zwei verschiedenfarbige Chucks angehabt, weil ich das total cool fand. Du Zecke. Bin halt auch eine kleine Zecke. Und hier ist es an dieser Kirche, waren wir mal 2016 zum Wahlkampf. Wahlkampf. Da hast du gerade deine Partei TfD erfunden. Genau. Ja, hast du gerade erfunden. Und gegründet auch. Und gegründet auch. Und da sind wir in diesem kleinen, süßen Garten gewesen. Wie an der Riviera, es war so schön. Und dann hat hinter uns... Nee, Côte d'Azur. Ja? Das war so schön wie an der Côte d'Azur. Ach ja, Nizza, genau. Stimmt. Entschuldigung. Also wir waren innerlich in Nizza. Und weil jemand hinter uns innerlich in einem Bordell war, hat er angefangen zu masturbieren im Gebüsch. Ja. Das wollen wir da auch mal reingucken? Wollen wir da mal reingucken? Dann gucken wir mal rein. Es ist wie an der Côte d'Azur. Ne? Ja. Meins riecht auch nach Mittelmeer. Aber in 5 Minuten wieder. Sind gleich. Putin!
Da sind halt auch so wunderbare Wichstücher. Da ist ein benutztes Kondom bei uns. Kondom. Müssen wir ganz kurz ja, gerne. Hier. Ja. Da ist auch noch eins. Boah, ist das süß. Beobachtest du uns? Ja, ja. Die sind uns schön. Die sind sehr schön, ne? Oh, hat er schon wieder die Hand an. Der hat die Hand in der Hose gehabt. Er hat gleich erkannt, wie schön wir sind. Ja, jetzt hat er die Hand in der Hose. Guck doch mal. Ja? Ach toll, er masturbiert. Guck mal, aber ich glaube nämlich, die Bänke, wo wir früher gesessen haben, sind gar nicht mehr da. Das stimmt. Die sind weg, weil da so viel gewichst wurde. Und da sind die Bänke so verklebt gewesen irgendwann von dem ganzen Sperma. Dass die Rentnerinnen, die einfach nur ausharren wollten, nicht mehr hochkamen. Guck mal hier, alles weg. Alles weg. Na gut. Verkaufungsbedingt entbaut. Mhm. Wie an der Côte d'Azur. Ja, süß. Süß, ne? Also. Weinhaus, ich habe das ja schon anmoderiert vorhin. Ich zeige dir jetzt mal den Spritzenautomaten. Ja, gern. Red mal in die Kamera vielleicht, Leute. Ich zeige dir jetzt den Spritzenautomaten. Ja, gern. Komm, lass uns gehen, Weinhaus. Gerne. Da kann man aber sexy sein. Da gibt es auch Kombi lang, Kombi kurz, Sicko und Hatte. Und jetzt, Weihnachts, habe ich mir gedacht, jetzt zeige ich dir mal, es gibt hier nämlich hier, bin ich im Bild, es gibt nämlich hier noch einen zweiten Zweiten, wie heißt das, Spritzenautomaten. Der ist am Bühler Straße. Und da wollte Bühler Street? Bühler Street. Und ich möchte jetzt noch mit dir sozusagen die Meter zählen, wie weit der entfernt ist. Wir gehen jetzt nur meterweise. Deine Meter oder meine Meter? Du hast mehr Meter in einem Schritt als ich. Aber was, Klausi, welcher Schritt ist mehr Meter? Meinem Schritt oder? Meiner. Deiner. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40. 1, 5, 2, 3, 40, 50. Das ist doch mal so ein Top-Motion jetzt. 47, 49, 50. Wir müssen doch zielen, Weinhaus! Wer am höllischten Tag neben zwei Transen mit einer Kamera die Pelle rausholt. Die Pelle? Ach, meinst du, der hat eine Pelle gehabt? Ein Penis halt. Penis. Ich habe das vergessen zu zählen. 100. 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier ist die Frohmenstraße. Hier stehen auch Sexarbeiterinnen, aber meistens eher die Älteren. So und die Schwangeren. Halt mal. Die Älteren und so ab 50 plus, das ist halt auch wegen Corona, ist das natürlich, glaube ich, auch schwierig. Wie möchte man denn Sexarbeiterin sein während Corona? Es geht ja gar nicht. Duschvorhang dazwischen liegen mit einem Loch für den Penis. Ach so. Ja, kannst du danach abbrausen und Desinfektionsmittel draufkippen und dann... Na gut, guck mal, ist das süß hier. So, Schalen. Süß. Weil davon muss ich jetzt eigentlich dein Bier halten? Weil es noch hochlädt und ich die nächste Story machen muss. Jetzt mal sexy, ne? Sexy. Ja. Sexy ist mein zweiter Vorname. Geht es? Sharing is caring.